Möchten Sie überhaupt mitspielen, wenn ich fragen darf? Wieso fragen Sie das? Sie reden so, als würden Sie sich darüber lustig machen, wenn ich ehrlich sein darf. Ich würde mich Ja. darüber lustig machen? Das würde ich doch nie machen. Sie sind so ein Ich habe Sie jetzt ernsthaftes sogar, ich würde Unternehmen, jetzt. das mathematisch so viel Sinn macht. Da würde ich doch nicht so Herr sich drüber Amte. lustig machen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Video, wo ich mich die ganze Zeit darüber lustig mache, wie mathematisch inkompetent die sind. Herr Liam Erbse wollte ich gerne am Apparat. Ja, haben Sie. Ja, schön, dass ich Sie erreicht habe von der Gewinner-Hotline, Herr Erbse. Den Rentenjoker für einen Monat haben Sie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Der beinhaltet die 10 Jahres Rente, die verlost werden zu 5.000 Euro. Dadurch, dass Sie eine Glückssträhne haben, hat man Sie an mich weitergeleitet, weil die NKL von April bis September die größte Gewinneraktion aller Zeiten startet und nicht jeder darf teilnehmen. Herr Erbse, dann haben meine Kolleginnen für Sie davon was Tolles vorbereitet. Ein Einstiegpaket zu 3 Losen zu monatlich 60 Euro. Gewinnchance beträgt 91%. Oder die goldene Mitte, 4 Lose. Meinen Sie jetzt mit Gewinnchance die Chance, dass ich einen Gewinn habe, der höher als 0 Euro ist, oder die Chance, dass ich einen Gewinn habe, der höher ist als mein Einsatz? Einsatz, also auf jeden Fall die Gewinnchance fängt schon bei, sagen wir Ja, mal, bei. auf was bezieht sich die Gewinnchance? Dass ich mehr als 0 Euro gewinne oder dass ich mehr gewinne, als ich bezahle? Richtig, der kleinste Betrag hier bei 60 Euro sind schon 160 Euro. Wir zahlen hier, Herr Erbse, keine 1 oder 2 oder 3 Euro aus, wie die meisten das machen. Und hier sind die Gewinne ja ganz anders verteilt. Hier gucken nicht nur die ganzen Leute zu und drei Menschen gewinnen hier. Nein, im Gegenteil. Hier ist der kleinste Betrag 160 Euro der Gewinnbetrag. Und das Okay, die ganzen aber 6. um jetzt meine Frage zu beantworten, also es bezieht sich auf die Chance, dass ich hier mit mehr Geld rauskomme, als ich reinstecke. Natürlich, selbstverständlich. Hier Okay. gebe ich Ihnen sogar die Garantie dafür und das schicke ich Ihnen. Die Gewinngarantie gebe ich Ihnen auch noch schriftlich. Und dafür brauche ich Ihnen nicht zu versprechen, Herr Erbse. Hier haben Sie auch die Gewinnchance, also auch die 480 Autos. Einem von denen können Sie immer die ganzen 6 Monate gewinnen. Möglichkeit haben Sie, 100 Mal am Tag zu 10.000 Euro zu gewinnen oder 4 Mal in der Woche 100.000 Euro. Na, oder auch am Wochenende sind das über 300.000 Ziehungen. Und das die ganzen 6 Monate lang. Schon bei dem ersten Gewinn, Herr Erbse, fallen Sie Ja. ja nicht direkt mit Ihrem Los raus, sondern die ganzen 6 Monate haben Sie hier die Gewinnchance. Sie haben das Privileg, bei der 138. NKL sogar dabei zu sein. Ach so, das ist ein Privileg, da kann man nicht einfach normale Tickets kaufen. Doch, das sind ja auch ganz normale Tickets. Sie haben Zu gerade drei gesagt, ich habe das Privileg, da mitzumachen. Was ist denn daran dann ein Privileg, wenn das jeder auch machen kann? Naja, Sie haben diesmal wirklich im guten Sinne das den Ruck geben, also den Ruck mitzumachen. Sie werden auch endlich mit uns zufrieden sein. Und Endlich. deswegen. Aber Und das, ich, meine Frage war ja nicht, ob ich mit Ihnen zufrieden sein werde, sondern was daran ein Privileg ist. Privileg. Da müsste ich eigentlich mal nachkontrollieren, was hier die NKL damit gemeint hat. Ja. Ich gucke mal, was er eigentlich hier zu bedeutet, wie er das hier Privileg, ja. Okay. Ich weiß nicht. Sie sind, glaube ich, in Deutsch, glaube ich, noch viel besser als ich. Ja, ich habe Legasthenik studiert auch. Ja, und. Sie muss ja erstmal auf Wikipedia nachgucken, was Privileg heißt. Da steht nämlich ein Privileg, Plural Privilegien, von lateinisch Privilegium. Es ist ein Vorrecht, das ein einzelner Person oder einer Personengruppe zugeteilt wird. Und wie kennen Sie sie? Ein Privileg heißt ja lateinisch Privilegium, Ausnahmegesetz, ein Ja, Vorrecht Ausnahme, haben genau. Sie, genau. Und wenn jeder das Und machen kann, dann ist es ja gar keine Ausnahme, kein Vorrecht, sondern es kann es ja jeder machen. aber unter war ein Handels eine Marke für das Unternehmen. Quelle, die heißt auch von der US-amerikanischen Haushalts Hersteller von irgendwelchen Produkten, was ich hier gerade sehe, und sie würdigt erachtet zu werden. Na, und deswegen, wir möchten ja auch, dass sie auf dieser Wollen Sie mir jetzt sagen, Sie, hä, das ist, ich weiß, dass es Waschmaschinen gibt, die eine Marke, die Privileg, aber es hat ja nichts mit dem Wort, mit dem Nomen Privileg zu tun. Das ist ja nur ein Herr Markenname. Erbse, es tut mir leid, ich habe das nicht studiert. Ich bin ein ganz anderer Fachmensch, total Okay. anders, auf einer ganz anderen Seite. Ja. Das
Das kann ich auch wahrscheinlich niemals mit Ihnen diskutieren. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Okay. Aufgabe ist eigentlich nur, Sie zu überzeugen, also Sie damit zu überraschen, mit Intellekt. Jetzt haben sie sich gerade verplappert. Natürlich, also Sinn und Zweck dieser Aktion ist ja nicht, dass Sie einfach nur teilnehmen, Herr Arpse, sondern dass Du, Sie auch mal gewinnen und wissen uns Sie, es ist ja weiterempfehlen. vollkommen okay. Sie sind ja auch eine Firma, Sie müssen ja auch Gewinn machen. Da habe ich vollstes Verständnis für. Ist mir klar. Ich fand es bloß gerade lustig, Ja, dass also Sie ich dann wollte Sie Zeugen auch nicht gesagt haben. Weil fragen. Sie. Wir dürfen auch gar nicht. Wir sind unter amtlicher Kontrolle und Ja. veräppeln dürfen wir Sie nicht. Alles, was ich Ihnen hier sage, Achso, kriegen Sie ich darf Sie natürlich auch noch veräppeln? alles schriftlich. Bitte? Ich soll Sie veräppeln? Kann ich gern Nein, machen. ich meine, Ja, ich Sie, darf, genau. ich Sie bin unter veräpple ich. amtlicher Kontrolle, ne? Und Ah. hier, die NKL ist ja eigentlich auch eine sehr seriöse Unternehmen. Ja. Und Ihre hier, Seriosität habe ich auch nicht hinterfragt. also deswegen, ich muss mich an die Strukturen halten, also Ach so, Regeln Sie, gibt es das hier Privileg. auch. Okay, sagen wir es mal direkt. Auf dem Zettel stand Privileg drauf und deshalb haben Sie Privileg abgelesen. Wir überspringen das mal und machen einfach weiter. Richtig, Okay? genau, Gut. deswegen. Ja. Wir wollen ja nur Sie auf der Gewinnerliste sehen, Herr Erbse. Natürlich, Und dadurch, verstehe dass ich wir auch. auch. Ist okay, ja, naja, machen wir. Okay, gut. Ich sehe gerade, dass Sie so kritisch sind, aber das glaube ich Ihnen auch. Glück im Spiel hatten Sie wahrscheinlich noch nicht und war wahrscheinlich immer rausgeschmissenes Geld für Sie. Ja, bisher Aber schon. genau, ja, die Frage ist ja nicht, ob Sie gewinnen, sondern wie häufig Sie gewinnen die ganzen 6 Monate. Und Okay. deswegen, Sie haben jetzt Anspruch auf Ihre Gewinne. Ja. Lernen Sie uns doch von der angenehmen Seite der Klassenlotterie kennen. Die Gewinne sind ja nicht übertragbar. Diesmal werden Sie sehen, wie Gewinne zustande kommen und die Häufigkeit der Gewinne. Wir möchten ja Sie das mal, Sie wirklich mal motivieren. Ja. Genau. Sind uns, also wir möchten keine Wiederholung der Vergangenheit. Wer nichts wagt, der gewinnt auch nichts. Und dem mutigen Herr Erbse, dem gehört die Welt. Also die Dichte an manipulativer Rhetorik ist hier extrem hoch. Das ist bei keinem anderen Callcenter so schlimm. Sagen Sie mal, mich interessiert sehr, Herr Abso, was machen Sie denn, was sind Sie gerade jetzt irgendwie? Ja, ich bin professioneller Legastheniker, also ich habe das auch studiert und setze mich da Ah. mit Sprachen auseinander. Oh, super. Was ist denn so der Durchschnittsgewinn? Was gewinnt einer im Durchschnitt? Also, Moment, hier habe ich den noch mal. Einen Moment. 1,4 Milliarden Euro auf limitierte 3 Millionen Lose werden hier ausgespielt. Das heißt also deutlich mehr Geld vorhanden. Aber ich sage Ihnen gerade bei 60 Euro 91%, bei 80 Euro 96% oder bei 100 Euro sind das 98% Gewinnchance. Also 98%. Hier heißt es sogar, jedes zweite Los hat hier die Gewinnchance nach Recherche. Hey, jedes zweite wäre aber nur 50%. Ja, Also der Angebot sollte schon einheitlich sein. Geht ja nicht, aber dass es hier haben wir irgendwie. die Gewinnchance, also das ist ja von den unseren Experten her schon Was sind denn schon das so für berechnet. Experten? Und die erst sagen, die ist 98%, aber jedes zweite 50%. Hier die 91% kann ich Ihnen nur angeben. 96% Gewinnchance oder auch die 98%. Das ist schon ziemlich hoch. Aber man kann sich ja das auch ausrechnen. Wie gesagt, 1,4 Milliarden Euro Auf auf drei. 3 Millionen Lose. Ja. Dann ist das schon ziemlich hoch, Herr Erbse, die Gewinnchance. Ja, wie viel kostet ein Los? Ein Los? Ich habe ja nur 3 Lose zum Ja, wie monatlichen. viel, also wie viel kostet das? 3 Lose zu monatlich 60 Euro oder 4 Lose zu monatlich 80 Euro oder 5 Lose 100 Euro. 6 Monate lang tagtäglich gibt es eine Ziehung. Nicht nur eine 100-mal am Tag sind das 10.000 Euro oder 4-mal in der Woche sind das 10.000 Euro. Okay.
Oder auch die Autos oder die Villa oder die Reisen, die wir natürlich auch auf Ihren Wunsch auszahlen. Oder auch Ja. Jackpot, 16 Millionen. Kann man nie wissen. Vielleicht kriegen Sie ja selbst einen Zipfel vom Glück, ergattern Sie sogar und so halten sich auch die Tür zum Glück offen. Okay. Selbst die Tür zum Glück muss man aufstoßen. Und deswegen kann man nie wissen, wann der Gewinn klappt, Herr Ja, Erbse. da ist bloß immer die richtige Stoßtechnik wichtig. Richtig. Also hier ist es wirklich sehr hoch. Die 138. NKL war bisher noch Ja. nie so hoch. Also diese Verteilung war noch nie bisher, Herr Erbse. Und deswegen möchten wir auch, dass Sie unter anderem unter den Gewinnern sind. Sie werden uns noch bedanken. Und auf das jetzt glauben Sie mir natürlich nicht, aber 1 oder 5.000 Euro werden sich auch freuen. Und Sie werden uns anrufen und Sie werden Ihre Freude und Ihr Dankeschön durch den Hörer brüllen, Herr Apfel, Ja, weil es geklappt ich habe hat. jetzt gerade mal ausgerechnet. Also, wenn ich die 1,4 Milliarden war es, ne? Genau, wenn ich die teile durch die 3 Millionen und durch die 6 Monate, dann komme ich raus, dass ein Los im Durchschnitt, also nicht ein Los, sondern halt die drei Lose zusammen, im Durchschnitt pro Monat 38 Euro an Gewinnen ausschütten würden. Das heißt, dann würde ich ihm quasi 60 € zahlen und im Durchschnitt 38 € gewinnen. Da würde ich ja Verlust machen. Na, aber der kleinste Gewinn ist ja schon 160 Euro. Wir zahlen ja keine 3 oder 4 oder 5 Euro aus. Der kleinste Gewinn ist hier 160 Euro, dann haben Sie ja Ihren Los schon raus. Verstehen Sie, wie der Durchschnitt funktioniert? Es gibt in Deutschland auch im Durchschnitt 1,4 Kinder. Trotzdem gibt es keine Frauen, die 0,4 Kinder gebären. Der Durchschnitt kann auch eine Zahl sein, die nicht genau ein mögliches Ergebnis ist. Und der Durchschnitt hier ist 38 Euro bei einem Preis von mindestens 60 Euro. Das heißt, da würde ich ja jeden Monat im Durchschnitt 22 Euro verlieren, wenn ich das mache. Mit den Zahlen, die Sie mir gegeben haben. Oder stimmt was mit den Zahlen nicht, oder? Das weiß ich nicht. Kontrollieren natürlich ist gut und kontrollieren muss noch besser natürlich Sicherheit. Auf jeden Fall, ich Also kann haben Ihnen Sie, nur angeben, ja, was, hier Sie können, 91 könnten Sie Prozent mal oder. fragen oder so, Sie haben ja vorhin von Ihren Experten geredet, die sind ja bestimmt, haben bestimmt Expertise, was denn deren errechneter Durchschnittsgewinn ist. Also merken Sie sich auch so, Durchschnittsgewinn. Wenn Sie mir Okay, das rausfinden ein könnten, Moment bitte, ja. ja? Ein Moment bitte, ja? Ja. Ah, jetzt gerade, Herr Erbser, sind meine Kolleginnen, also auch unsere Vorgesetzten sind jetzt leider nicht, sind alle sehr beschäftigt, aber wir können Sind in Sie der gerne nochmal. Mittagspause? Ja, ich komme. Die Überzeugung ist ja eigentlich nur, dass Sie die ganzen 6 Monate zusätzlich gewinnen können. Gewinnchancen haben Sie ja wirklich sehr hoch. 100 Mal am Tag sind 10.000 Euro. Ich glaube nicht, Herr Erbse, dass Sie tagtäglich, also 3 oder 4 Mal am Tag, werden Sie wahrscheinlich nicht. Können Sie das vielleicht verfehlen, aber nicht die ganzen 6 Monate lang verfehlen Sie mit Sicherheit kein so viel Geld natürlich Verstehen nicht. Sie? Sie sagen jetzt mit Sicherheit, aber hinter dem Begriff mit Sicherheit, das wissen Sie ja gar nicht, wenn Sie nicht den Durchschnittsgewinn kennen. Dann können Sie ja gar nicht wissen, ob man da mit Sicherheit gewinnt. Weil mit Sicherheit gewinnt man sowieso nur, wenn der Durchschnittsgewinn, wenn der Mindestgewinn über den Kosten ist. Und die Information haben Sie ja gerade nicht. Ja, also ich brauche Ihnen ja nicht zu versprechen. Ach so, ein Moment, da ist sie schon da. Einen Augenblick bitte. Okay. Hallo? Guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Herr Erbse. Wo drückst du denn am Schuh? Ja, es drückt am mathematischen Schuh. Ich hatte eine Frage bezüglich dem Natürlich. Angebot, das die Kollegin nicht beantworten konnte. Es ginge darum, um den Durchschnittsgewinn. Da konnte sie keine Zahl nennen, deshalb wollte ich Sie mal fragen, was der Durchschnittsgewinn bei dieser Aktion ist. Was meinen Sie aber mit dem Durchschnittsgewinn? Weil Sie spielen ja hier nicht landesweit, ne? Gehen in Ja, Destination. Durchschnittsgewinn meine ich von den Leuten, die diese Scheine kaufen werden, quasi wenn man alle Gewinne summiert und durch die Anzahl der Leute teilt, die mitgespielt haben, welcher Wert dann rauskommt. Also was im Durchschnitt, wissen Sie, was im Durchschnitt ist,
eine Person, die Das weiß ich spielt, zwar gewinnt. schon, aber ich bin nicht so gut in Mathe, Erbse. Also es ist ja so, Erbse, rein rechnerisch gewinnt jedes zweite Los, ne? Die Kollegin hat Ihnen ja auch alle drei Lospakete vorgestellt. Sie machen also mit keins Ja. der drei Paketen was falsch, weil die Frage stellt sich hier nicht, ob sie gewinnen, sondern wie oft sie gewinnen werden, Genau, weil aber sie die müssen Frage, ja. die sich mir stellt, ist, wie viel gewinne ich? Das ist nämlich auch wichtig. Ja, Erbse, das sind ja 1/8 Lose, ne? Dann wären das halt 3/8, 4/8, 5/8 Lose. Und die losen halt bei jedem Tag 100 Ziehungen, 10.000 Euro täglich dabei. Wieder für die 10.000 Euro. Das macht man halt jeden Tag im Wechsel zu 1 Million Euro, ne? Und jedes Das ist Wochenende doch, sogar über das ist mir viel 300.000. zu kompliziert. Können Sie mir nicht einfach den Durchschnittsgewinn sagen? Ich weiß echt nicht, was Sie mit Durchschnittsgewinn meinen. Ich hatte zwar auch Mathe-LK, Okay, aber das also ist schon länger her. wenn ich ein Gewinnspiel mache und ich gebe jeder Person, die mitmacht, 1 Euro, dann ist der Durchschnittsgewinn 1 Euro. Wenn 10 Leute mitmachen, ich gebe 5 Leuten 2 Euro, ich gebe 5 Leuten 1 Euro, dann ist der Durchschnittsgewinn 1,50 Euro. Wenn ich ein Gewinnspiel mache, wo jeder mir 1 Euro zahlt und ich gebe jedem 2 Euro zurück, dann ist der Durchschnittsgewinn für die 1 Euro. Aber Herr Erbse, Das ist wie ich viel. habe. Wie viel eine Person im Durchschnitt gewinnt, das ist enorm wichtig. Sie können ja keine Lose machen, ohne das zu wissen. Herr Erbse, also wenn ich ehrlich sein soll, an Sie werde ich mich erinnern, weil so eine Frage hatte ich noch nie. Ich arbeite hier schon seit über 6 Jahren. Herr Hat Sie Erbse, so niemand eine nach dem Frage hatte ich echt noch nie, Durchschnittsgewinn wenn ich fragen gefragt? darf. Also es sind ja 1/8 Lose. Ne? Sagen wir mal, Herr Erbse, Sie würden 10.000 Euro gewinnen. Ja, Sie 10.000 Euro treffen, sage ich mal, Herr Ja, Erbse. wie hoch ist Dann die Sch teilen Sie das mit 8 anderen Leuten, ne? Ja. Die 10.000 Euro. Ja. Genau. Das ist halt, wie gesagt, dann Ihr Gewinn. Genau, Das, was so würde dann. man das ausrechnen. Also 10.000 durch 8, da Genau. kommt man auf 1.250. Und jetzt brauche ich noch die Chance, dass man 10.000 gewinnt. Ja, das ist ja bei den drei Losen über 92%. Die vier Lose, wie gesagt, das wäre dann über Nein, 96. nein. Also Ja, fragen Sie. Diese 96%, auf welchen Zeitraum beziehen die sich? Auf einen Tag oder auf die ganzen 6 Monate? Auf die ganzen 6 Monate natürlich, Herr Erbs, um Gottes Willen, natürlich die ganzen 6 Monate, ne? Weil Sie müssen ja bedenken, die Gewinnaktion läuft auch nur 6 Monate länger auch nicht. Dann sind ja auch die 1,4 Milliarden ausgespielt, ne? Ja, dann rechne ich das mal aus. Also 10.000 durch 8 ist 1.250. Durch 6 ist 208, also durch die 6 Monate jetzt mal, was waren 96%? Genau, 6,9, das Genau. wären die vier Dann Lose. macht man mal 0,96. So kommt man genau bei 200 Euro an. Das heißt, der Durchschnittsgewinn ist 200 Euro. Aber in den 6 Monaten zahle ich ja ein, 6 Mal was ist das günstigste? Für 60 Euro. 60 Euro, also Genau. monatlicher Betrag ist das ja, ne, für die drei Lose Ja, zusammen. also ich zahle Genau. 6 mal 60 Euro, das heißt, ich zahle 360 Euro ein. Das heißt, über die 6 Monate werde ich im Durchschnitt 360 Euro Ihnen geben und Sie werden mir im Durchschnitt 200 Euro zurückgeben. Das erscheint mir nicht als so gutes Angebot. Erbse, das hat doch damit nichts zu tun. Es sind tägliche Ziehungen für 10.000 Euro. Sie können jeden Tag zu den Gewinnern gehören. Verstehen Sie? Ja. Es sind tagtägliche Ziehungen ab 10.000 Euro, nicht über die 6 Monate hinweg. Ne? Sie sind bei jeder Ziehung ja auch dabei. Das Ja sind, wie gesagt, klar, aber 30 Tage, 6 Monate lang. wenn Sie sagen, ich habe 96% Chance, die 10.000 Euro zu gewinnen, dann Nein, die ist sechs, es. nein, Herr Erbse, die 92, 96 und 99%, die sagen nicht aus, ob sie gewinnen, sondern wie oft sie gewinnen werden. Es geht, wie gesagt, um die Häufigkeit, ne? Es geht um die Häufigkeit der Gewinne, nicht darum, wie gesagt, ob sie überhaupt gewinnen werden, sondern wie oft sie dann gewinnen werden, sagen diese Prozente aus, ne? Und da wir uns ja sogar sicher sind, dass sie zu den Gewinnern gehören werden, sollten sie bis zum 5. Monat keinen Gewinn erzielt haben, was bei dieser Kondition nicht möglich ist, schenken wir ihnen ja sogar den letzten Monat die Königsklasse, die ist dann auch kostenfrei für sie. Und da haben wir über Okay. 962 Millionen Euro, die wir in einem einzigen Monat ausspielen. Ja, Da braucht man ihnen wirklich kein Glück zu wünschen, ich habe weil eine Frage. Wenn Sie sich wirklich sicher sind, dass die Chance, dass ich nach 5 Monaten irgendwas garantiert gewonnen habe, könnte man da nicht eine Regel machen, wenn ich bis dahin nichts gewinne, kriege ich 1 Million Euro, wenn es sowieso nicht passieren kann? Herbst, das muss ja dann jedem Kunden, jedem Kandidaten so sagen. Also ganz ehrlich, wie Ja, gesagt, an Sie werde ich können Sie mich ja. wirklich erinnern, Herbst, ne? Aber ehrlich, so eine Frage hatte ich echt noch nie mit dem Durchschnitt.
Ich hatte viele verschiedene komische Fragen, sag ich mal. Ey. Aber den Uran habe ich noch nie mitbekommen, wenn ich ehrlich sein darf. Was Also, heißt ich hier habe selber nicht komisch? Stochastik oder so studiert, ne, wenn ich ehrlich sein darf. Ich habe Legasthenik studiert. Aber es Das ist haben so Sie studiert? ähnlich. Legasthenik, so mit Sprachen. Ach so, das habe ich auch noch nie gehört. Also, wie gesagt, Und da ja, also können lassen Sie Sie ja sich da drunter wirklich leiden, ohne es positiv zu wissen. überraschen, ne? Lassen Sie sich da wirklich, wie gesagt, positiv überraschen. Man möchte Sie auf der Gewinnerliste sehen, deswegen hat man Sie auch angerufen. Sinn und Zweck hierbei ist ja nicht, dass Sie da einfach mal so teilnehmen, sondern dass Sie auch mal gewinnen und uns weiterempfehlen. Okay, ich habe eine Mund-zu-Mund-Propaganda Frage. ist ja auch die Ba beste bei, Werbung ja, Gewalt. bei dieser gesamten Aktion mit den Lottoscheinen, macht Ihre Firma darin Gewinn? Also nehmen Sie mit den Scheinen Gewinn mehr ich ein? den? Nehmen Sie mit den Scheinen mehr ein, als Sie auszahlen? Erbse gewinnen in dem, dass wir dann mit den, wie gesagt, gewinnen, Werbung machen. Bekommen dann vielleicht dank Ihnen, Herr Erbse, wenn Sie ein paar tausend Euro mehr auf dem Konto haben, also vielleicht auch neue Kunden aus Knüllwald, verstehen Sie, was ich meine? Damit haben wir natürlich auch einen Gewinn gemacht, ne? Also man Nein. möchte Sie wirklich mit einem Gewinn überzeugen, wie schon gesagt. Also alle Gewinne sind ja jetzt auch höher als der Loseinsatz, ne? Weil Sie können hier nicht 2 € oder 3 € gewinnen. Die kleinste Verlosung ist ja schon alleine 160 €, ne? Also niedriger können Sie hier nicht treffen. Das war die kleinste Ziehung, ne? Und ich schicke Ihnen das ja Ja. auch alles schriftlich zu. Haben Sie auch alles nach Erbsengäßchen 9, 3, 4, 5, 9, 3, Knüllwald. Ist ja noch aktuell, ne? Ach so. Ja, Sie können mich eigentlich wieder der ersten Kollegin geben. Sie haben ja meine Frage beantwortet. Okay, ist kein Problem. Oder ich weiß Dann nicht, ich mag sie, ist aber kein ich Problem, wir können mochte das die direkt erste verabschieden. auch. Sie können auch zu Ja, dritt, also. wir können auch zu dritt reden. Ja, können wir auch mal. Um Gottes Willen. Um Also, Herbst, ich Gottes müsste Willen. dann jetzt nur wissen, wann Sie geboren sind, ne? Wegen der Volljährigkeit. Ja, natürlich. 1979. Ja, Tag, Monat? Das müssen Sie nicht für die Volljährigkeit wissen. Doch, für den Jugendschutz, ne? Weil der Jugendschutz ist natürlich uns natürlich sehr wichtig, ne? Für den Gesetzgeber, ich höre ja schon ab, dass Sie über Wenn. 18 sind, Ja, ne? aber ich meine bloß, wenn ich Ihnen sage, dass ich im Jahr 79 geboren wurde, ist damit klar, dass ich über 18 sein muss. Der Tag macht da keinen Unterschied. Ja, ich brauche ja das vollkommene Geburtsdatum, Herr Erbsen. Also verstehen Sie mich da nicht falsch. Das mache ich ja mit jedem Kandidaten, ne? Muss ja nur das Geburtsdatum wissen, nicht das Geburtsjahr. So, wenn es nur Daten wissen wollen, dann ist es der 3.4. Okay. Aber dann vergessen Sie es Alles. ja wieder. Also wie gesagt, Herr Erbsen, das war 79, denke ich mal, ne? Also Nein, Herr das Erbsen, wissen Sie nicht. Sie brauchen nur das Datum, nicht das Jahr. Geburtsdatum ist das, der Jahr gehört ja mit zum Geburtsdatum zu, Herr Aber Sie Erbse. haben doch gerade noch gesagt, Sie brauchen das Jahr nicht. Also. Nein, ich meine, Sie haben mir ja nur das Jahr durchgegeben, das Baujahr. Haben Sie Ja. mir gerade nur durchgegeben. Ich brauche nicht nur das Baujahr, sondern das komplette Geburtsdatum. Also, Okay. Herr Erbse. Ja, es ist der 3.4.79. Genau, 3.4.79. Alles, dann haben Sie es ja auch geschafft mit der Volljährigkeit. Dann müssen Sie, Herr Erbse, jetzt, wie Ja, im gesagt, bitten Geiste bin ich weg. immer noch ein bisschen Kind geblieben. Das muss man sich auch behalten, das ist wichtig. Ja. Also, Herr, wie gesagt, da müsste ich jetzt nur wissen, welches Paket man Ihnen zuschicken darf. Bleibt es denn beim Einstiegspaket oder möchten Sie doch ein höheres Paket? Was Also, ist wie denn jetzt gesagt, mit das der Einstiegs... Kollegin? Wollte die nicht noch dazu kommen? Was möchten Sie denn mit der Kollegin noch sprechen? Entschuldigung. Weiß nicht, ich habe mich bloß Die ist gut mit neben der mir. verstanden. Also, Ja, dann holen Sie sie doch dazu. die hört Sie gerade nicht, ich höre Sie jetzt gerade nur. Hallo, na, wie geht's? Herr Erbse. Also, wir reden schon seit 30 Minuten mit denen, so lange dürfen wir auch gar nicht mit jemandem sprechen, wenn ich Oh, ehrlich okay. sein Soll darf. ich auflegen? Kann ich machen. Warten Sie kurz. Müssen Sie ja nicht, um Gottes Willen, Herr Erbse. Also, ich müsste, wie gesagt, nur wissen, welches Paket man Ihnen zuschicken darf. Man darf Ihnen ja leider nicht alle drei zuschicken, weil die Lose ja limitiert sind, ne? Also ein Paket ist ein Acht. Genau, also das sind 1/8 Lose, ne? Ja, dann Das nehme ich, erste Paket waren die 3/8 Lose. natürlich die vollen 8/8. Die 8/8 möchten Sie. Ja. Geht auch neun Okay, die Achtel? gibt's auch, es gibt auch 10/8, wenn Sie möchten. Also das ist Ihre Entscheidung. Der Preis erhöht sich aber dann, ne? So. Also 8/8 Lose wären 160 € und 9/8 wären dann 180 € und die 10/8 sind dann zu 200 € logischerweise. Ach so, da gibt's keinen Mengenrabatt. Nein, keine Mengenrabatt, Herr Erbse. Könnte ja sein, Entschuldigung. Ich kann ja fragen, oder? Ja, Entschuldigung, nein, da gibt es keinen Mengenrabatt, Herr Erbse. Also welches Paket kann ich Ihnen denn zuschicken? Ja, ich warten Sie, ich rechne gerade kurz aus, wie viel ich brauche. Okay. 14 Milliarden durch 4,793 mal 7,14. Okay, hier steht optimal, sollte ich 35 Achtel haben. 35/8 gibt es aber nicht.
Sowas gibt es überhaupt nicht, Herr Erbse, beim Lotto, bei der Lotterie. Was ist Es denn gibt das 10 Achtel ist ja Größte? das höchste, ja, 10 Achtel ist das höchste Erbs und da ist auch schon die Gewinnchance bei 100% natürlich dann auch, ne? Okay. Ja, dann nehme ich. Gibt es auch 5 Achtel? Natürlich, 5 Achtel Gut, gibt es ja auch. dann nehme ich 3 mal 10 Achtel und einmal 5 Achtel. Die machen das, glaube ich, gerade extra, oder? Was mache ich extra? Also wie soll ich Ihnen denn bitte 3 mal 10 Achtel und 1 mal 5 Achtel zuschicken, Herr Ja, das Erbse? ist, es ist Mathe, weil 3 mal 10 plus 5 ist 35 und 35 ist ja die Zahl, die ich davor haben wollte. Ja, Moment, also, Moment. Ich brauche einen Stift. Gib mir bitte einen Stift. Also, 3 mal 10 Achtel möchten Sie. Das wären dann aber, 3 mal 10 Achtel wären ja dann 600 Euro. Und plus wollten Sie noch einmal 5 Achtel. Das wären dann 700 Euro, Herr Erbse. Ja. Monatbetrag. Klingt gut. Okay, alles klar, dann muss ich mir das so auf. Okay, 3 mal 10 Achtel, 1 mal 5 Achtel. Gibt es dann ein Limit, wie viel man maximal kaufen kann? Also nee, Sie können sich gerne also 3 mal 10 Achtel und 1 mal 5 Achtel kaufen, ist ja auch kein Problem. Nee, gibt es ein Maximum irgendwie? Maximal 100 Achtel oder 200 Achtel? Nein, es gibt 10 Achtel ist ja das Maximalste, weil, Herr Erbse, 10 Achtel haben wir schon die Gewinnchance über. Also wir sind schon bei 100% die Gewinnchance, ne? Aber Damit werden Sie 200% ist 100%. ja noch besser. 200% gibt es doch gar nicht, Herr Erbse, aber nicht mal in der Mathematik, das wissen Sie. Doch, Herr wenn ich, Erbse. gucken Sie mal, wenn ich 1 Euro habe, dann kann ich Ihnen darauf 200% Zinsen geben, dann habe ich 3 Euro, das geht. Herr Erbse, möchten Sie überhaupt mitspielen, wenn ich fragen darf? Hä, wieso fragen Sie das? Ich habe doch gerade gesagt, dass ich Lose kaufen will. Warum Ja, Herr Erbse, aber Sie sagen dreimal zehn. sollte ich Ihnen sagen, dass ich Lose kaufen will, wenn ich nicht mitmachen will? Was ist das für Herr eine Erbs, aber Frage? Sie reden so, als würden Sie sich darüber lustig machen, wenn ich ehrlich sein darf. Ich würde mich Ja. darüber lustig machen? Das würde ich doch nie machen. Sie sind so ein Ja, Herr Erbs, jetzt ernsthaftes sogar, ich würde Unternehmen, jetzt. das mathematisch so viel Sinn macht. Da würde ich doch nicht so Herr sich drüber Erbs, lustig machen. wir haben ja auch 16. Lose, auch vierte Lose und also halbe Lose und ganze Lose. Wenn Sie möchten, kann ich noch die anbieten. Okay, ja, ich nehme mich von Weil. eins, allen von Weil das eins. ein, weil das ein, das ganze Los wäre ja dann, also wenn Sie 10.000 Euro treffen, dann bekommen Sie den ganzen Gewinn für sich alleine. Okay, Den also müssen Sie dann nicht ein ganzes Los ist quasi wie 8 Achtellose. teilen. Moment, genau. Aber dass Sie dann die 8 Achtel-Lose halt mit 8 anderen teilen, wenn Sie die Nee, 10.000 nee. Euro treffen. Und das eine ganze Los, wenn Sie dann treffen, haben Sie dann, Herr Herbst, wie gesagt, den ganzen Gewinn für sich alleine. Ja, nee, dann würde ich es einfach so machen. Ich nehme 4 ganze Lose und ein 3 Achtel-Los. Dann komme ich nämlich wieder auf 35 Achtel. Weil 3 Ganze, 1/3 ist ja einfacher als 3 Zehntel, 1/5. Also möchten einmal 3 Achtel-Lose plus einmal 4 ganze Lose, ja? Genau. Plus Okay, viermal. das Nee, wären dann einen Preis von. nicht einmal 4 Ganze, sondern viermal ein Ganzes. Genau, habe ich schon verstanden. Das sind dann auch 700 Euro. Da kommt das genau darauf an. Die Gewinne überweisen wir halt auch immer auf dasselbe Konto. Die bekommen Sie auch immer innerhalb von 3 Werktagen direkt auf dasselbe Konto. Die sind dann auch immer steuerfrei und vererbbar natürlich. Ich müsste, Herr Erbse, von Ihnen jetzt nur noch wissen, ich schicke Ihnen das natürlich auch alles so zu, müsste jetzt nur von Ihnen wissen, mit welcher Bank Sie dann ab April für die 6 Monate arbeiten dürfen. Also welche Bank ist es denn bei Ihnen? Ach so, welche Bank ich quasi als Kunde habe. Genau, also Sparkasse, Commerzbank, weil die Gewinne kommen ja immer auf dasselbe Konto. Und damit wir überhaupt wissen, mit welcher Bank wir arbeiten müssen, müssen wir jetzt die Bankdaten nur prüfen, ne? Okay, aber ich muss Ihnen nur sagen, wie die Bank heißt. Das wäre die Commerzbank. Die Commerzbank Bankleitzahl kann ich ja gerne für Sie rausholen, ist ja öffentlich, nur bei der kurzen Kontonummer müssen Sie mir weiterhelfen. Ich glaube, ich habe keine kurze Kontonummer. Ich habe so eine IBAN. Also wenn Sie die gerade parat haben, können Sie mir auch gerne durchgeben. Ich sehe das ja, ob das richtig oder falsch ist. Ja, müsste ich kurz raussuchen. Was? Gerne. Machen Sie ruhig, ich habe Zeit. Naja, vorhin haben Sie sich noch darüber beschwert, dass wir schon so lange reden. Nein, ich meinte nur, Herr Erbse, dass ich schon mit Ihnen über 30 Minuten rede. Das darf man eigentlich ja nicht, aber ist ja kein Problem, Ach ne? so. Ja, dann können Sie in der anderen Zeit ja auch niemand anrufen. Das verstehe ich ja auch. Das ist Ist klar, kein das Problem, wie meinen schon Sie. gesagt, ne? Okay. Nee, aber was meinten Sie vorhin mit Spaß oder mit lustig? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was denn? Entschuldigung. Sie haben so unlogisch. Sie haben mich gefragt, ob ich wirklich das Ticket haben will, Ach so, kurz nein, nachdem ich wissen Ihnen Sie warum, gesagt Herr habe, Erbse? dass ich Weil es haben will. ja, weil, Herr Erbse, verstehen Sie mich da bitte nicht falsch, um Gottes Willen, weil ich hatte Um solche Gottes Fragen, die Sie Willen! mir gestellt haben, hatte ich ja noch nie. Deswegen habe ich mich gefragt, ob Sie das überhaupt wirklich möchten. Deswegen auch verstehen Sie mich, wie gesagt, nicht falsch. Sie bekommen das natürlich auch alles innerhalb von 14 Tagen
Schriftlich von mir, an Sie werde ich mich erinnern. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie dann auch, sich auch an mich erinnern nach dem ersten Gewinn, ne? Ja, Würde mich natürlich. ja auch freuen, Herr Erbse. Okay, soll ich ein Auto spendieren oder so? Ja, warum denn nicht? Ich verstehe es immer, ich blicke da nicht ganz durch. Was denn, Herr? Fragen Sie ruhig. Ja, Sie haben ja zwischendrin plötzlich was gesagt von wegen, ich würde Sie verarschen. Nein, wie kommen Sie bitte darauf? Habe ich doch gar nicht gesagt. Doch. Ich habe Sie nur gefragt, ob Sie das überhaupt wirklich möchten, weil Sie haben mir dreimal 10 Achtellose gesagt. Das habe ich ja nicht mal selber verstanden. Deswegen dachte ich mir, deswegen, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Da tut mir das natürlich auch leid. Ach so. Entschuldigung, Nee, verzeihen Sie mir. es ist okay, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ja, Entschuldigung, ich meine, das war echt nicht böse, um Gottes Nein, Willen. das war ja auch nicht böse gemeint. In der Situation hatten Sie vielleicht sogar den richtigen Riecher. Das kann ich ja verstehen. Ja, wie gesagt, es tut mir noch mal leid, wie schon gesagt, die Kollegin, die meldet sich gleich, nachdem wir aufgelegt haben, ja? So, ich glaube, Sie haben nicht verstanden, was ich gesagt habe. Ich meine, Sie hatten in der Situation ja sogar den richtigen Riecher. Deshalb müssen Sie sich Ja. nicht dafür entschuldigen. Ach so, okay. Alles klar. Ich glaube nicht, dass alles klar ist. Also ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen, Entschuldigung. Ach so, ich meine, dass Sie schon recht hatten vorhin. Also Sie möchten nicht mitspielen. Nee, Quatsch, das ist voll das schlechte Angebot. Also bitte. Jo, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video unterhalten. Falls ja, könnt ihr mir auch helfen, indem ihr dem Video eine Bewertung und einen Kommentar gebt oder noch besser es auf irgendeiner anderen Plattform wie Facebook, Twitter, WhatsApp teilt. Dadurch sehen das nämlich mehr Leute. Das heißt, es gibt weniger Leute, die sich von diesem Callcenter verarschen lassen. Vielen Dank.